Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist mit Link Evolution. Und wir machen heute wahrscheinlich zwei oder drei Reverse-Duelle. Mal gucken, vielleicht auch nur Reverse-Duelle. Ich würde zwar auch gerne in der Story weitermachen, aber ich habe dann, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe am Ende keinen Bock, dann 100 Reverse-Duelle am Stück zu machen oder so. Komplett ohne Kontext. Also glaube ich, müssen wir ab und zu mal wirklich eine reine Reverse-Duell-Folge machen. So drei, vier Reverse-Duelle wirklich einfach schnell durchbuttern. Und hinter uns bringen. Hilft einfach nichts, glaube ich. Ja. Oh boy, Joey Wheelchair schnell ausschalten. Genau, und ja, das war alles. Also erstmal die Yu-Gi-Oh!, also die Season 1 Reverse-Duelle. Da sind wir, wie ihr seht, da sind wir noch im Königreich der Duellanten, also das dauert noch lange. Und ja, dann halt GX Reverse und dann halt auch wieder bei den aktuelleren die Reverse-Dinger reinballern. Ich meine, ein großer Vorteil davon ist, dass man immer wieder auch, also dass die ganze Zeit die Karten gemischt werden. Hier ist das Synchro, dann bist du plötzlich wieder bei einfach nur Zauberfallenkarten, Monsterkarten. Dann bist du plötzlich bei Link, dann bist du plötzlich wieder bei Synchro, dann bist du wieder bei nur Zauberfallenkarten, bla bla bla. Und so. Ist, denke ich mal, ein ganz guter Mix. Ja, aber ich meine, am Ende schaut sich dann wahrscheinlich auch keiner mehr wirklich halbwegs interessiert an. Falls es überhaupt jetzt noch jemand tut. Kappa. Ja, aber es ist ja einfach so. Ich meine, die Reverse-Duelle sind nicht das Spannendste. Und ja. Weil am Ende könnte man dann auch wieder die Geschichten-Decks benutzen oder andere Decks auf jeden Fall. Also extra für die Reverse-Duelle vielleicht sogar Decks machen. Klar, verschiedene Decks auch. Aber gut, so weit sind wir jetzt noch nicht. Dafür fehlen uns, glaube ich, auch noch immer noch die Karten. Genau. So, Mr. Wheelchair, bitte nehmen Sie Ihren Platz ein. Ach, haben Sie schon. Entschuldigung. Der macht mir tatsächlich Schaden. Dann baller mal die Karte und die Karte. Das sollte eigentlich ausreichend Schutz noch für eine weitere Runde sein. Oh nein, nicht die Karte. Mas. Nee, 1300, okay. Fuck! Warte. Nee, wir müssten überleben. Wir müssten überleben eigentlich. Ganz knapp. Mit 600 Lebenspunkten oder so. Weil er greift sogar mit einem stärkeren an. Nee, mit 1300 überleben wir dann. Puh. Close one. Muss ich vor lauter Schock ein paar Karten ziehen. Ja, 1300. Uiuiuiui, jetzt ist aber echt kurz vor knapp. Nein. Hm.
Komm schon, Pot of Greed. Let's go. Boah, die Karte nervt so, es ist unglaublich. Und gewonnen. Also, mystischer Raumtaifun. Alright. Beste Freunde, harte Gegner. Beste Freunde, Exodia gewinnt. Wurm-Xex. Manche Karten sind schon echt seltsam. Mystischer Nerv-Taifun ist das. Was anderes ist es nicht. Ich habe echt selten Pot of Greed am Anfang, ne? Fällt euch ja auch langsam auf, ne? So von 10 Duellen so ein, zwei Mal in den ersten 10 Karten. Meistens seltener. Ich kann da keine Karte mehr, die ich wirklich abwerfen will. Aber das ist ja immer so. Na, holen wir uns das Exodia-Teil. Oh, wenn wir das jetzt noch schnell schaffen, könnten wir vielleicht echt die 4 Reverse-Duelle in dieser Folge schaffen. Jetzt ziehen wir nochmal 2 Karten, wenn wir wieder dran sind, ziehen wir nochmal 3 Karten, also Chancen sind hoch und wir haben gewonnen. Das ging echt schnell. Das waren keine 3 Minuten. I like it. I like it a lot. So, dann das Millenniums-Duell. Das gute alte Millenniums-Duell. Duell, wahrscheinlich. Die gute alte Millenniums-Diät. Ja, tatsächlich möchte ich das, ja. Tatsächlich möchte ich das. Die einzig gute Karte, die Yogi und Joey in ihrem Deck haben. Die einzig gute Feindkarte zumindest. Kappa, außer Spiegelkraft. Der gute alte Nachschubtrupp. What would I do without you? Schon wieder herbeigerufener Totenkopf? Nein, da hofft du.
Okay, diesmal hole ich mir mal einen Skill-Engel wahrscheinlich von Sangan. Einfach nur, weil wir noch kein einziges Exodia-Teil haben. Und wir auch sonst keinen Card-Draw auf der Hand haben. Sonst zieht sich das wieder so krass. Tja, das mit dem keinen Card-Draw hat sich soeben erledigt. So, Pot of Greed. Hat irgendwie ganz schön lange gedauert, bis ich tatsächlich was machen konnte. Oh, das sind schon die drei Exodia-Teile. Aber ich kann nicht alles ausspielen. Na, oder nicht wirklich viel ausspielen. Alles ausspielen kann ich schon. Oder das meiste. Ich möchte aber nicht. Spielkraft habe ich liegen, ne? Es passt schon. Wobei, wir können es jetzt immer noch aktivieren. True, 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 true. Pot of Greed oder die Tante. Puh. Manchmal macht es ihm das Spiel echt nicht einfach. Komm, machen wir mal magische Hammer hier. Finishen wir das Game mit magischer Hammer. Ah, fast. Aber hey, nochmal eleganter Wohltäter. Oder elegante Wohltäterin. Entschuldigung. Ich wollte hier kein Geschlecht unterdrücken. Na, da hätten sie mir jetzt aber auch Sangan geben können. Oder haben wir den schon gespielt? Den habe ich schon gespielt, ne? Fuck, den habe ich gleich ganz am Anfang gespielt. Mist. Wenn er jetzt nichts ausspielt. Oh, Yogi Boy, du bist so ein Langweiler, Mann. Dem langweiligen, schlechten Deck. Das eine gute Idee ist, Yogi Boy. Dass das eine gute Idee war, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, Yogi Boy. Are you kidding me?
Okay, dann muss ich sie mir halt auf die altmodische Art und Weise holen. Das ist die unterste Karte. Na, doch nicht. Was ist die unterste Karte? Krug der Gier. Kennt ihr das auch früher von so Duellen? Wenn du nur Scheiße gezogen hast und danach im Duell so, guck mal, die ganzen guten Karten waren alle unten. Wenn ich davon eine gezogen hätte, hätte ich dich so fertig gemacht. Kennt ihr das? Das haben wir mal gesagt. Ja, nur weil ich keine guten Karten gezogen habe, hast du gewonnen. So ungefähr. Gut, dann machen wir noch schnell eins. Ein schnelles. Raphael Feldchamp Söldner? What the fuck? Das ist doch mal eine Hand, mit der man anfangen kann. Gleich mal wegwerfen, den nervigen Kack. Oh. Wie gesagt, das ist doch mal eine Hand, mit der man anfangen kann. Hohohoho. Yogi Boy. In America. Er kriegt natürlich seinen Topf der gerne. Er kriegt ihn natürlich. Passt schon. Ich will ihn gar nicht haben. Wir hatten da gemischt hier. Na, never mind. Ich nehm's zurück. Hoho, dreimal elegante Wohltäterin. Schon. So geht's natürlich ratzfatz. So. Jetzt bitte noch Monster ausspielen. Meinen Skelengel zerstören. Und mich direkt angreifen. Bitte. Oder auch das spielt eigentlich keine Rolle. Hohohoho. Noch so ein schnelles Duell. Falsch. 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 Ach, come on. Da muss es halt über den Skellengel gehen. And game over, baby. Aber vielleicht so oder so. Wir ziehen ja noch drei Karten. Nope. Nope. It's unbelievable. Unbelievable.
Weil ich die eigentlich hätte dann leben lassen sollen. Wenn ich mit Sangan Suicide machen könnte. Ah, nochmal. Na gut, da das ja reversed wird, deswegen kommt da keine Story mehr. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Like, Kommentar, Abo nicht vergessen. Und ciao, ciao.